Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute hier angekommen. Gestern das Video lief ja natürlich hervorragend. Das Ende war echt super. Ich habe jetzt hier nochmal offscreen in größter Mühe 2 Villager dazu geholt. Also wir haben jetzt 3 Stück. Nein, du fährst jetzt nicht. Du kommst hier runter. Nee, auf jeden Fall haben wir jetzt 3 Stück. Es ist so zum Kotzen, diese Villager. Wisst ihr, ich sag vor allem letzte Aufnahme noch, yo, wenn die jetzt gleich sterben, einfach Video beenden. Da wird dann auch nichts mehr kommen. Plötzlich stirbt einer. Das hat mich so aufgeregt in dem Moment. Ja, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir sind. Ich baue das jetzt hier weiter und hoffe mal, dass diesmal niemand irgendwie an irgendwas verreckt. Aber mal sehen, ne? Man weiß ja nie, was noch passiert. Und deswegen gucken wir mal. Okay, dann schiebe ich die jetzt mal an und lass sie mal kurz hierher fahren. Und ich sollte natürlich mal die Rails anmachen. Ich hoffe wirklich, dass es heute besser läuft. Also die Folge gestern war eigentlich komplett unnütz. Wirklich, die Folge gestern. Ey, es tut mir so leid, liebe Zuschauer. Es gehört halt dazu, das ist halt Minecraft. So, ich mache hier ein Let's Play und da seht ihr auch halt so eine Kackmomente. Ey, es war aber wirklich für die Götter. Ich sag so, ja, falls einer stirbt und bam, ich höre ihn, so kriegst du Schaden. Ich renne. Ich denke mir schon, ja, fuck, der ist jetzt tot. Und bam. Ich baue den Block ab, in dem Moment stirbt er einfach. Ich habe noch die 2 Arbeitslosen geholt und ich glaube, der andere ist sogar auch arbeitslos geworden, oder? Haben wir noch den Farmer? Ich weiß es gar nicht. Na, warum kommst du denn zurück? Ich habe doch extra... Du willst mich doch pranken. Ich habe doch extra alles so gebaut, lieber Villager, dass du eben nicht zurückkommen musst. So, und jetzt hoffe ich für dich, dass du nicht nochmal zurückkommst, Alter. Du willst mich doch pranken. Okay. Ja, stöhne ich so. Was schubst ihr den Kleinen hier so hin und her? Ihr könnt doch ein bisschen rücken, oder nicht? Jungs. Mit euch geht's echt nicht. Du bist so hohl. Du bist so hohl. Warum lässt du dich denn immer von den Typen verdrängen? Mann, du musst sie wegboxen. Weshalb haben die Angst vor dir, aber du darfst sie doch nicht die ganze Zeit rumschubsen lassen, Bro. Bitte sag mir, hier beginnt endlich die Strecke, dass sie komplett nach Hause gebracht werden. Das wäre himmlisch. Ja, und zu Hause werden sie dann am besten von Zombies ermordet. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich in diesem Projekt schon verzweifelt bin, weil ich einfach immer irgendwelche Probleme hatte mit irgendwelchen Viechern. Ja, fahr nochmal zurück. So, ich renne ihn jetzt einfach mal hinterher, damit ich weiß, dass es ihnen gut geht, weil ich glaube, theoretisch müssen sie jetzt bis nach Hause fahren. Ich bin mir aber nicht komplett sicher. Ach, das lief ja gut für dich. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, verdammt. Ihr seid so blöd. Ich habe so Angst, ich will nicht es ist Nacht. Es ist Nacht. Wo ist mein... Ich habe kein Bett mehr. Mein Bett steht... Nein. Es ist Nacht und mein Bett steht wo ganz weit weg. Spawn kann hier nichts. Hoffentlich. Und bisher hinkommen kann hier auch nichts. Kein Einblock breiter Zombie, nichts. Ihr seid safe, Jungs. Ich pass auf. Ich gebe mal kurz gucken, wie es hier aussieht mit der Bahn. Ob die safe... Die ist nicht safe. Die kann ich hier nicht durchschicken. Die würden hier am laufenden Band verrecken. Ich baue jetzt die Bahn hier einfach nochmal aus in der Zeit, wo Nacht ist. Was anderes kann ich eh nicht groß machen. Und dann hoffe ich wirklich, dass wir sie einfach bitte erfolgreich, ich betone auf erfolgreich, nach Hause bekommen. So, okay. Hier drin dürfte erstmal nichts passieren, wenn sie da drin sind. Die Frage ist natürlich jetzt, ist hier irgendwo Kohle, was wir abfarmen könnten, damit wir mal Fackeln bekommen? Oh Leute, ich will einfach nur noch die Villager safe haben. Dass sie wirklich safe dastehen, wo sie stehen müssen. Ich warte jetzt hier wirklich, bis es Tag wird. Dass sie wirklich nur dastehen, wo sie stehen müssen. Es sicher ist und ich weiß, dass sie in den Nächten nicht angegriffen werden. Und dafür holen wir jetzt nämlich auch die Kohle. Damit ich nämlich wenigstens ausleuchten kann, da wo sie dann stehen. Dass ich keine Angst haben muss, dass sie irgendwie getötet werden könnten aus irgendeinem Grund. Dass wir nächste Folge wirklich sagen können, yo, wir bauen jetzt den Breeder für die Villager. Danach geht's ran. Und wir bauen die Eisenfarm. Achso, und für alle, die sich fragen, warum ich die Villager so weit weg von zu Hause hierher bringe. Der Breeder, den wir bauen, muss 80 Blöcke von der Eisenfarm entfernt sein. Heißt, wir bauen den Breeder wahrscheinlich eher im Untergrund hier und hier drunter dann. Trotzdem leuchte ich jetzt hier einfach alles aus, weil mich das eher stört, dass hier so viel nicht ausgeleuchtet ist. Und wenn wir den im Untergrund fertig haben, bauen wir eine Untergrundbahn. Die führt zu unserem Hafen. Also nah an unseren Hafen. Und am Hafen oder im Untergrund des Hafens würde ich dann gerne die Farm bauen. Irgendwie so habe ich mir das gedacht. Wisst ihr, was das Beste wäre? Wenn ich sie jetzt finde und sie einfach despawned sind oder so eine Kacke. Oder einfach doch tot. Oder halt nicht mehr da wegen irgendwas. Ach doch, ich höre sie. Alles gut. Hallo Freunde. Ich habe euch vermisst. Ja, auch dich. Ich beobachte ihn einfach. Ich laufe ihm einfach so ein Stück. Ich laufe ihm nicht hinterher. Ich laufe den beiden hinterher, die jetzt hier drin noch hocken.
Ihm laufe ich nicht hinterher, aber den hier. Und dann einfach geradeaus, okay, bitte einfach, einfach geradeaus und an der richtigen Stelle zum Stehen bleiben, bitte. Oh nein, die sind so schnell, die sind so schnell. Bitte sterb nicht, bitte. Ja, okay, alles gut, alles gut. Nein, nein. Okay, alles gut. Einmal bitte. Was macht ihr denn hier? Warum machst du immer die Probleme? Hä? So, okay, jetzt geht's. Er kommt wieder zurück. Nein, Leute. Was ist da los? Der eine hat Schaden bekommen. Oh nein, bitte sterb nicht. Bitte sterb nicht. Bitte. Nein, wo sind die anderen beiden? Bitte sterb nicht. Bitte sterb nicht. Bitte sterb nicht. Leute. Leute, bitte. Bitte. Bitte lass sie da oben stehen. Bete zu Gott. Lass sie. Einen höre ich, einen höre ich. Beide. Hallo. 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 Ich hab mich. Ja. 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 Geil. Nice. Endlich. Ach, ist egal. Ich hab's nicht geschafft, aber. Leute. Ja. Ja. Nice. So ein geiles Gefühl gerade. So ein geiles Gefühl. Und jetzt du auch noch. Komm, fahr los. Du schaffst das. Nein. Oh, alles gut. Okay. Oh, er schafft das, glaube ich, auch. Oh, nein, 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 nein. Du musst hoch. Hoch. Ja, ja. Hoch, 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 hoch. Genau. Genau. Nein, nein. Du schaffst das. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Hoch, hoch. Geh doch hoch. Bitte. Geh hoch. Bitte geh hoch jetzt. Komm schon. Nein. Doch, geh hoch. Ja. Ja, sind da meine drei Gangster. Jungs. Jungs. Alles fit? Oh mein Gott. Ihr bleibt jetzt bei mir für immer. Ihr seid meins. Ja. Endlich. Oh, geil. Nice. Oh, Leute. Endlich. Ich bin gerade erleichtert, aber irgendwie auch echt erschrocken, dass das so lange gedauert hat mit den Dingern. Die sind jetzt safe im Bunker. Jungs, geht's euch gut? Ist hier genug ausgeleuchtet? Ich leuchte noch ein bisschen mehr aus, okay? Euch geht's gut? Ja? Alles fit? Könnt ihr jetzt schon... Oh, ja. Kann noch einer? Oh, klasse. Och, ihr seid die Besten. Super, Jungs. Okay. Also, ihr bleibt erstmal hier, okay? Und ich schwöre euch, ich komme nächstes Mal wieder in der nächsten Folge, Jungs. Ne? Und dann bauen wir euch ein Dorf. Also für euch ein Dorf, für mich ist es einfach nur ein Trader. Ein Trader. Dass ihr euch halt Partner, Jungs. Und wenn ihr euch gepaart habt, Jungs, dann geht's erst richtig los, wisst ihr, wie ich meine? Dann wird die Eisenfarm gehasselt und wenn wir die Eisenfarm haben, ist eh Ende im Gelände. Okay. Leute, die Dinger hier sind safe. Die Jungs sind safe. Die Bros, endlich, Alter. Ich sitze seit ungelogen 2,5 Stunden. Und oh mein Gott, da ist so eine fette Schnake an meiner Wand. Oh mein Gott, Alter, die wird mich so tot pieksen. Heute dachte ich, muss sie mal kurz killen. Oh, shit. Hab ich sie noch? Ja, ich hab sie. Oh. Ja, ich hab sie. Okay. Wisst ihr, entweder fressen oder gefressen werden. So sieht es nämlich hier bei mir zu Hause aus. Nein, aber 2,5 Stunden sitze ich hier. Niederlage erlitten und trotzdem weitergemacht. Wieder aufgestanden und jetzt das Ziel erreicht. Puh. Jungs, Abfahrt. Ja, MLGs kann ich immer noch nicht, aber egal. Oh mein Gott, das ist so Glücksgefühl in mir gerade, wirklich. Hallo, lieber Hafen. Hast du mich vermisst? Ich hab dich vermisst, Hafen. Oh, endlich. Wieder zu Hause, hallo. Leute, ich hab eine neue Gang gefunden. Die warten jetzt in einem viereckigen Kasten auf mich. Und später machen wir mit diesen Freunden noch mehr Freunde. Und nein, explodieren nicht. Wag es dir zu explodieren. Nein! Egal. Alles gut. Ich habe mir vorgestellt, dass man vielleicht viel später in einem Projekt, wenn wir den Hafen so fertig haben, man die Eisenfarm in den Boden integriert. Dass man so eine Glasscheibe drüber macht im Prinzip. Und man dann von oben die Eisenfarm sieht, das wäre doch auch heftig, oder? Aber mal sehen. Steht ja alles noch in den Sternen. Nächste Folge, nächste Mission ist dann erstmal den Villager Breeder. Ich sag immer Treeder. Den Villager Breeder zu bauen. Dann kann es richtig losgehen. Was wir jetzt noch kurz machen, ist, dass wir nämlich hier einmal runterklettern zu unserer Hühnerfarm. Stattdessen, dass die Hühner... Obwohl.
Na, sie funktioniert aber noch nicht effizient. Stattdessen, dass sie jetzt in den Werfer koten die nämlich ab jetzt in eine Truhe. Diese Truhe fängt deren Eier auf und da können wir dann mehr draus machen, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, hier ist direkt die Lava nebenan. Nee, ist sie nicht. Hallo. Und da müssen jetzt die ganzen Eier reinkommen, wenn ich mich nicht irre. Und später können wir die Eier dann hier reinwerfen zu den anderen Hühnchen. Dann haben wir noch mehr Hühnchen, die hier gespawnt werden und dementsprechend auch noch mehr Federn und noch mehr gebratenes Hühnchen. Ist ja jetzt nicht so viel, aber da steht schon wieder eine Menge an Hühnchen drin, ne? Also die koten scheinbar ganz schön gut. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die etwas verrückte, wieder mal sehr komische Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao. Hallo, hallo, hallo. Ich hab mich, ja. Geil. Nice.